herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute ein XXL Drogeriehaul für euch. Ich habe ein bisschen gesammelt für euch und ja, wir waren bei DM, Müller und Rossmann. Und ich würde sagen, achso, nicht vergessen, ich werde dieses Mal die Preise einblenden. Ist mehr Arbeit für mich, aber möchte ich so. Aber ihr könnt dann oben abstimmen bei Dini, ob ich das immer einblenden soll oder im Video sagen soll, was euch besser gefällt. Und da würde mich sehr freuen, wenn ihr da oben abstimmen könntet. Ja, wir sagen jetzt viel Spaß dabei. So, ich mache erst mit Rossmann, weil wir haben nur ein paar Kleinigkeiten. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ich war letzte Woche und diese Woche war ich heute da. Und ja, einmal von Rossmann habe ich Zewa. Haushalt jetzt erstmal. Zewa-Heulen, die riechen schon aus der Verpackung. Das ist mit Kamillenduft. Und die waren für 1,99 bei Rossmann letzte Woche. Ich versuche dann demnächst dann wieder aktuelle Angebote zu machen, dass ich die Woche, wenn ich irgendeine Heul mache, dass ich die aktuelle Angebote in diese Woche mache, dass ihr auch zuschlagen könnt. Werde ich versuchen. Aber dieses Mal hat es nicht geklappt, weil ich ein bisschen gesammelt habe, aber ich denke dran. So, dann gab es hier von meiner App, hatte ich diese gewonnen bei dem Gewinnspiel von den Rossmann App. Prokodent mit Kräuter. Gratis. Also ich sage, ich werde die Preise einblenden und dann sage ich den Preis. Ja, ich Dummkopf. Ist schon Gewohnheit bei mir. Aber jetzt sage ich nichts mehr. Wie gesagt, gab es gratis von der App. Dann hat sich die Beatrice von Insana Young. Was machst du da? Hat sie sich die Prinzessin schön gemacht mit Krönchen und sogar Lippenstift, Labello hat sie drauf. Und die Mama heute ein bisschen Zopf gemacht und so. Und ja. Neues Oberteil, aber mehr dazu. Ich werde demnächst, glaube ich, ich werde nach diesem Video noch eins drehen und es geht um diesen schönen T-Shirt. Und zwar um diesen schönen Laden, wo ich die gekauft habe. So. Weiter geht's mit Body Sobe City Girl. Das ist für die Beatrice. Hier mit Glitzer alles für, ja, so ein Buttercreme, genau. So ein Bodycreme für die Beatrice. Ich filme heute mit Softbox. Wir haben gleich 17 Uhr. 19 Uhr. Ich bin heute durcheinander. Tut's mir leid, ne? Wie gesagt, der für den Beatrice, dann gab es hier die, habe ich schon eins weggenommen, oder sogar zwei, Müllbeutel mit Zuckband 60 Liter, braucht man immer. Dann war der im Abverkauf, Shampoo, Ton, Erde und Frische, für mich, normales bis schnell fettendes Haar ist meine. Mal schauen, wie der gut, ob der gut ist. Dann gab es hier die fast geschenkt, aber das ist zum Verschenken. Die zwei zum Verschenken von Baby Vita. Holzbausteine. 10 Stück drin. Und dann war die auch im Abverkauf. Diese von Insana Young. Gel Gesichtswasser mit Kiwi-Extrakt. Limitierte Edition. Da war, das geht aus dem Sortiment. Und ich habe mir gleich drei geschnappt. Ja, war sehr günstig. Aber ihr seht dann die Preise hier oben eingeblendet. So, ich mache jetzt mit Müller weiter und dann gibt es DM. Bei Müller habe ich die auch für den halben Preis genommen. Schupa Schups, genau. Gaumenbonbons mit Erdbeere. 30% weniger Zucker. Und die Bruna hat sich die ausgesucht, war auch im Angebot die Woche. Mit Erdbeere. Ne? Lecker. Lecker, mecker. So, und jetzt noch für die Beatrice. Da steht sogar den Preis schon drauf. Hier für den, wer ist die Ballerinas oder aus Snickers, kann sie die tragen jetzt für Sommer mit schönen Flamingos drauf. Dann die Wand von letzter Woche war auch die im Angebot, die Garnier Hydra Bomb Tuchmaske. 15 Minuten einwirken lassen mit grün Teeextrakt, Hyaluronsäure. Entschuldigung, feuchtigkeitsspendendes Serum, ja. Normale bis Mischhaut, ich habe Mischhaut, so. Mehr hier trocken und oben immer fettig hier an Stirn. Amadi. Dann noch zwei neu entdeckt von Cadea Vera. Summer Spread Gel Creme Maske, limitierte Edition, ohne Mikroplastik, steht sogar drauf. Für alle Hauttypen,
die mit Blümchen. Und die Anti-Falten-Kützen-Maske. Auch glatte, ebenmäßige Haut. Für alle Hauttypen auch. Dann hat sich die Beatrice das ausgesucht. So eine Getreideriegel mit Banane, Apfel und Kirsch. Ab 1 Jahr. Das war auch von letzter Woche neu entdeckt. Da Toilettenpapier mit Coconut, mit Kokos und mit Zellentechnologie. Da sind 50 Stück drin. Limitierte Edition von Soft Star, von der eigenen Marke. Sie, allein der Verpackung hat mich angesprochen. Ich bin ja Verpackungsopfer. Was machst du da mit deiner... Das macht man nicht. Dann gab es ja auch noch hier von Brand ohne Zuckerzusatz Magenzwieback. Die waren sehr günstig auch. Habe ich mir geschnappt auf Vorrat, weil wenn man krank ist jetzt oder für den Winter, ist sehr praktisch sowas zu Hause zu haben. Braucht man immer. Dann für meinen Mann wieder Rexona Men. Die waren auch sehr günstig im Angebot. Ich kaufe alles im Angebot. Auf Vorrat, auch Essen und alles Mögliche. Wenn ich das finde, wieso soll ich mehr ausgeben? Sehe ich nicht ein. Ne? Bin ja nicht reich, ne? Wie keine von uns. Ja, einmal Kühner Gemüseschips mit Paprika verfeinert. Rote Beete, Pastinake und Süßkartoffel. War auch im Angebot. Seht ihr schon. Dann war die diese Woche jetzt, die war auch im Angebot. Wattepads, du Qualität. Ich habe mir schon zwar bei eBay oder Amazon geschaut, wegen diese zum Waschen, diese Wattepads, aber mehrfach verwendbar, wenn man die zum Waschen, aber sind ein bisschen teurer und man ist ja nicht reich, aber mal schauen, vielleicht in Zukunft werde ich die holen. Und das hat sich die Bruna ausgesucht, Blender Med mit Erdbeergeschmack. Und die waren auch sehr günstig bei Müller, genau. Und die auch, und schaut mal, ihr wird's auch, schreibt's mir, ich werde Abstimmung machen, wie ihr das findet, der allein der Verpackung. Und ja, ich finde das super süß. Schaut mal, so kleine Avocados. 3-in-1 Avocado Reinigungstücher, Cadea Vera, limitierte Edition. Avocadoöl und Vitamin C. Normal bis trockene Haut. Schaut mal, wie süß die ausschauen, bitte. Gleich zwei, weil die im Angebot waren. Ja, das war's dann von Müller. Jetzt kommt dem. Und die Bruna hat auch ein paar Sachen, die sie zeigen möchte. Kannst du zeigen? Und Mama sagt, das ist Mama, hat sie schon. Wir haben die zu Hause und ist fast leer, weil die Bruna die liebt. Und der riecht lecker. Und jetzt haben wir noch Shampoo und Spülung von derselben Serie, sehr süß. Dann hat sie neu entdeckt, das von Le Petit Marcellas. Die gibt es in Frankreich und bei uns in Portugal auch. Und das ist neue Sorte Erdbeere. Und man kann hier, ich könnte mich dann reinsetzen in diesen. Sie ist so lecker wie Gelatina. Die gibt es bei uns schon, kauft man schon im Supermarkt gemacht. Die gibt es bei uns, wenn man Wackelpudding heißt das. Wackelpudding. Hier gibt es grüne und Himbeere. Und bei uns gibt es so viele verschiedene Sorten. Ananas, Pina Colada oder sonst was. Und gibt es auch Erdbeere. Und das riecht genauso wie gut wie diese Wackelpudding. Und ich liebe das. Das ist meine absolut linke Lieblinge Wackelpudding im Sommer. Und das riecht extrem so genau wie der. Mmh, ich konnte die gleich fressen. Da gab es auch mit Kokos. War auch nicht so, war auch ein bisschen nicht so gut wie dir. Da gibt es Birne und noch eine Duftrichtung, Geschmacksrichtung, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Da war eine neue auf, werde ich hier euch einblenden. Ich habe ein Foto gemacht und ja, schaut mal unbedingt bei DM, weil das ist extrem lecker. Ja, da hat sich die Bruna die zwei von Freche Freunde ausgesucht. Zwei Fruchtquatschis. Und dazu gab es gratis diese Malstifte, Buntstifte. Steht sogar hier Erdbeere drauf. Sehr süß. Und ja, zum Malen. Und da hat sie schon gemalt. Warte mal, Mama zeigt. Hat sie schon vorhin gemalt. Sieht sehr süß aus, oder? Ja.
Hat Mama schon gezeigt. Dann auch für die Kinder Wattestäbchen, diese für Babys, aber es sind, ich finde die besser für die Kinder, weil die anderen sind sehr dünn und machen dann irgendwo nicht so gut für die Kinder. Kann man die verletzen, aber die finde ich besser und ja, der war auch sehr günstig. Dann hatte ich die Bruna noch hier. Ach so, die habe ich von Müller vergessen. Aktion diese Woche, eine kaufen, eine gratis. Und der Bruna ist sehr empfindlich, was Duschcreme angeht und Duschgele. Und sie kriegt immer solche, nicht juckt, aber sondern so haue Haut. Und ja, ich muss bei ihr immer aufpassen. Und was ist denn? Mama kann dich nicht küssen wegen Lippenstift. Ja? mein Schatzilein, ja? Mein Herz. Schauerbalm, trockene Haut mit Scheerbutter und Mandelöl. Und noch normale für trockene Haut von Baby. Und ich finde die sehr gut. Die hatten wir letztens und da hat Bruna sehr gut getan. Hatte sie danach keine diese. Wenn man anfasst, kriegt man schon hier fast Pickelchen. Ich weiß nicht, wie man Neurodermitis Haut zu neigen hat sie. Und ja, die waren im Angebot, da hat man gleich zugeschlagen. Da gibt es hier noch unsere geliebten Dontodent Black Shine. Liebe ich ja, ich und mein Mann. Die schwarze Zahnpasta ist sehr toll. Kaufe ich immer wieder nach. Dann Mini-Beutel, wieder verschließbar in zwei Größen, kaufe ich auch wieder nach, habe ich jetzt zum dritten Mal nachgekauft, sehr praktisch für die Kinder, dann für meinen Mann, weil er macht die für die Dusche immer kaputt, er hat schon eine von, da hatten wir letztens von Action, hat er schon kaputt gemacht, jetzt gibt es eine neue mit Blau und Weiß, sind sehr weich die von DM. Dann waren die alle im Abverkauft. Ich glaube, anstatt 8 Euro, weiß ich nicht mehr. Ich blende das sowieso ein, aber sehr günstig. Das ist Parfum Duft Sheet. Das sind so kleine nassen Dinger, die man ins Haar dann reibt. Und das mit Duft. Mit Duft, genau. Mit Kamelien? Oder heißt das anders? Und da Antifritz, das ist Anti so für strapaziertes Haar, glaube ich. Und heute hatte ich die von letzter Woche und heute habe ich Trockenshampoo noch entdeckt. Sachet heißt das, so kleine. Aber das ist trockene Haar, Trockenshampoo. Braucht man ab und zu mal. Man wäscht ja die Haare nicht jeden Tag und als Frau, ne? Sehr günstig. Dann gab es hier diesen von Maybelline New York Superstay habe ich die Nummer 40, so eine rote Nummer 40 und einmal Nummer 60 in so einem bärigen Ton, weil ich liebe, ich habe die alle geswatcht im Laden, kann ich auch jetzt für euch machen. Ich fand die sehr schön. Warte mal. Sehr schön jetzt für den Sommer. Sehr schön, ich freue mich schon, die zu tragen. Hier, der roten gefällt mir am besten, aber heute würde der zu meiner Oberteil passen, der hier. Wisst du auch, aber das geht dann, machen wir mal nachher, ja? Erstmal die Sachen zeigen, ja? Und dann gab es hier von Catrice die Luminous Bronzing Powder, die neue LA. Habe ich entdeckt und habe ich mir geschnappt. Da waren die anderen, ich glaube, das sind drei, ne? Aber ich habe nur die gefunden bei uns. Aber ich habe die auch geswatcht da. Kann ich auch hier für euch machen, oder? Ja. Oder nicht, weiß nicht, ob ich das verlosen werde demnächst. Aber dann werde ich die nicht swatchen, weil ich weiß nicht, ob ich demnächst bei meinen 2000 Abonnenten ein Gewinnspiel mache. Aber das sieht sehr schön aus. Hier. Diese Catrice ist noch alles zu. Sehr schön, alles aus Pappe. Ja, Moment. Dann gab es hier noch die zwei. Die werde ich mal schauen, ob ich die auch verlose. Das hat nicht so angesprochen. Ja, was denn? Ja, ist schon.
Einmal mit, das ist mit Auftragen von Rouge und Highlighter, so ein Pinsel mit Unicorn, und das hat mich so allein der Farbe und der Muster hier. Oh Mann, von Laie, weiß ich nicht. Aber schaut mal. Und dann noch hier für Lidschatten oder für Highlighter auf der Nase. Ja, sehr klein, sehr süß. Da waren noch eine, war da, ich glaube drei oder vier sogar. Ich habe mir die zwei geschnappt, vielleicht für die Verlosung demnächst, und das mal schauen. Dann für meinen Mann hier Kaffee Crema Pads, 18 Stück von DM Bio. Mal schauen, wie er das findet, weil ja, ein bisschen teurer, aber mal schauen, wenn ihm das besser gefällt, dann kaufe ich ihm das nach. Ja, DM Bio. Dann gab es hier für die Mama Yesa Binden Skin Comfort, neu steht da. Schutz vor Gerüchten, normal mit Milchsäure, was das sein soll, weiß ich nicht. 50 Stück drinne. Sleep-Einlagen. Ja, braucht jede Frau, ne? So, dann haben wir noch eine Sammlung von Duschgel und Shampoo. Achso, da wollte ich euch noch zeigen, habe ich mir das geholt noch. Da gab es auch da bei den Cremes so eine Probe Dinger von Neutrogena. Cellularbust. Ja, das Video geht fast 20 Minuten. Ich muss mich beeilen. Dann habe ich mir das neu entdeckt, limitierte Edition für Wöhnbad. Bist du hier aufs Bild, weil man sieht das dich nicht so. Das ist mit Kokos und Hibiskusblüte für jede Haut. Riecht so lecker nach Kokos. Da freue ich mich schon damit zu baden, auf meine Badewanne, und dann viel Schaum und dann sich reinlegen und ja, entspannen. Passt zu meinem Oberteil. Das ist 500 Milliliter, war auch nicht teuer. Dann für mich, für die Frau auch. Rasierschaum Tropic Papaya habe ich heute schon benutzt. Das riecht so lecker nach Papaya. Macht meine Beine so weich. Und das ist so günstig bei DM. Schaut mal vorbei, das ist auch limitierte Edition. Muss auch richten. Lecker, ne? Hast du jetzt Creme? Dann gab es hier für meinen Mann wieder oder für mich. Das riecht so frisch. Das ist für trockene Kopfhaut und schuppige Haut. Ja, von Balea, was sonst. Und die sind so gut. Mein Mann liebt die auch. Aber ist schon leer geworden. Wir testen gerade eine andere von Rossmann. Dann für die Beatrice pure Frische. Leicht bis fettendes Haar und trockene Spitzen. Kann ich auch benutzen, weil ich sehr schnell zu fettendes Haar neige. Dann zwei neue Duschgel, nicht neu, weil ich dies limitierte Edition, Love Melon, Wassermelone und ah, der Duft riecht so divina. So lecker. Und ja, und hier noch die geliebte After Sun Duschgel. Wenn ich daran richte, dann kommt mir meine Strände in Portugal vor Augen, und dann, ja. Naja, es riecht so frisch, so wie Urlaub eben, ja. Naja, ja, mein Lieben. So, wir sind jetzt wir haben jetzt alles gezeigt, und ja, ich hoffe, mein XXL Drogerieholer hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder auch sogar kostenloses Abo, wenn ihr meinen Kanal. Wenn ihr meine Videos nicht mehr verpassen möchtet, würde mich so freuen. Und ja, wie gesagt, bei meinen 2000 Abonnenten werde ich wieder ein Gewinnspiel machen. Und ihr freut euch. Ich freue mich schon drauf. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Woche. Tschüss.